Konsum-Cannabis-Wissenschaftsverordnungsblockade mit immer mehr Folgen. Die anhaltende Blockade der Konsum-Cannabis-Wissenschaftsverordnung, kurz KCANWV, bremst nicht nur Modellprojekte Säule 2 aus. So hat sich die Fachhochschule Erfurt im Rahmen der Entkriminalisierung und neuen Gesetzeslage dazu entschlossen, im dritten Semester ein Wahlmodul zum Anbau von Cannabis anzubieten im Studiengang Gärtnerischer Pflanzenbau. Unmittelbar nach Inkrafttreten des Cannabisgesetzes zum 1.4. wurde ein Entwurf aus dem BMEL zu KCANWV veröffentlicht, auf dem die Planungen der FH Erfurt mitunter basierten. Doch daraus wird vorerst nichts. Der Anbau von Cannabis zu wissenschaftlichen Zwecken wird ebenso ausgebremst wie der versuchsweise kommerzielle Anbau in den über 20 wartenden Modellregionen. Ursprünglich war die KCANWV als Verordnung genau für solche wissenschaftlichen Zwecke gedacht. Doch aktuell müsse man laut unverändertem Stand aus dem BMEL auf Rücksprachen mit dem BMG unter Lauterbach warten. Es würden noch Abstimmungen zwischen den Ministerien laufen. Dummerweise ist der Öffentlichkeit mittlerweile bekannt, dass man unter Lauterbach im BMG wohl von Seiten der SPD nichts mehr zu Säule 2 erwarten kann. Warum die Grünen nun zunehmend Forschung und Schwarzmarktbekämpfung über Säule 2 alternativ per Verordnung als Rechtsgrundlage bremsen? Absolut verantwortungslos. Und nochmal zur FH Erfurt, hier die Situation vor Ort. Im Gartenbau geht es erstmal darum, gute Pflanzen zu produzieren. Und Cannabis ist halt eine Pflanze, die eben auch medizinische Wirkung haben kann oder eben industriell sehr interessant ist für eben die Faserproduktion. Und dementsprechend ist es halt einfach für uns eine sehr interessante Pflanze, die wir gerne produzieren wollen. Was uns jetzt im Moment das Leben schwer macht, ist eben das Cannabisgesetz an sich. Dort sind halt Paragraphen definiert, gerade die uns als Forscher betreffen würden, die aber nicht ausformuliert wurden, wo gesagt wurde, dass eben später die nachgeschalteten Behörden dort bessere oder genauere Regeln festlegen, und das ist bisher nicht passiert. Und das bremst die Gartenbauwissenschaft an dieser Stelle aus. Obwohl im Hochschulgewächshaus nur Hanf ohne Rauschwirkung angebaut werden soll, wartet man seit Monaten vergeblich auf eine Genehmigung. Derzeit rechnen die Forscher bis zur nächsten Wahl auch nicht mehr mit klaren Regeln. Also mein erklärtes Ziel ist es, zum nächsten Wintersemester, vielleicht nicht hier im Gewächshaus, aber im Raum Erfurt, einen Partner zu finden, sollte eben die Gesetzgebung noch nicht so weit sein, dass wir es hier machen dürfen. Aber bis zum nächsten Wintersemester möchte ich hier im Raum Erfurt eben einen landwirtschaftlichen Betrieb, einen Partner finden, bei dem wir dann zur Not anbauen können. Denn landwirtschaftliche Betriebe, die dürfen Nutzhanf ganz legal anbauen. Zudem wird ohne Säule 2 den Gegnern des Cannabisgesetzes nur unnötig viel Raum zur Kritik gelassen, da die Ampel stets das Fehlen genau davon unbedingt vermeiden wollte. Und während sich Cem am Zug verspätet, lässt man die Anti-Cannabis-Gesetz-Kampagne von CDU und Medien seitens Ampel unkommentiert öffentlich zirkulieren. Wie es dazu, wie auch zu vielen weiteren Themen rund um die Entkriminalisierung und möglichst langfristig bald auch die Legalisierung weitergeht, erfährst du hier auf dem Kanal. Ich würde mich sehr über ein Like auf diesem Video sowie ein Abo freuen. Aktiviere auch die Glocke, um nichts zu verpassen. Wer den Kanal direkt unterstützen möchte, findet eine Möglichkeit über die Kanalmitgliedschaften. Jeder Support hilft, vielen Dank. Oder schaut vorbei unter bio-gartenwelt.de. Euer Online-Shop für organische Dünger, Zusätze, Substrate rund um das Thema Living Soil und Samen. Bis zum nächsten Video. Ciao.